Hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Bartgardi. Ja, wer ist da? Schön, dass wir Sie erreicht haben. Ja. Und zwar, es geht darum, Sie haben in der Vergangenheit, weiß ich, Stromanbieter gewechselt. Und damals hatten wir Ihnen zugesagt, dass wir uns sofort bei Ihnen melden, wenn wir Energiekosten senken können. Die Postleitzahl bei Ihnen 76534 in Baden-Baden, die ist noch aktuell. Ja, und was möchten Sie machen? Ich Super. habe nichts nicht gut verstanden. Ach so. Wir sind von der bundesweiten Energie, wir arbeiten mit allen Strom- und Gasanbietern zusammen. Ich wollte erstmal wissen, was Sie aktuell bezahlen für Ihre Stromrechnung jeden Monat. Sind Sie von Stadtwerk? Wir sind von allen Stadtwerken. Ach so, ja, aber Wir arbeiten mit allen Stadtwerken zusammen. ja, und wie ist es, weil dann, weil ich wollte da heute hingehen, das habe ich geschlossen, wegen Betriebsversammlung. Wie ist es Ja. wegen meinen Beschwerungen? Können Sie bei Akte gucken? Welche Beschwerung denn? Wegen des Preisen, weil die so hohe Nachzahlungen machen. Hohe Nachzahlung. Ja. Haben Sie, was haben Sie denn an Jahresverbrauch denn gehabt im letzten Monat? Jahresverbrauch in letztem Monat? Letzten Jahr, Entschuldigung. Also, die wollten 60 € nochmal haben. Also, was mir bei Nochmal einem, 60 Euro. das mir nochmal Okay. bei einem Monat zahlen und dann wollte die das nochmal haben. Ja. Sind Sie gerade zu Hause? Ja, bin bei Ja. Massagesessel. Ach so, okay, Oh, auf Massagesessel. ja, was langer Tag, Ja, sowas muss könnte man. ich zu Hause auch gebrauchen. Ja, soll ich Sie das Nummer von meinem Kumpel geben? Der hat das, der macht der Herstellung machen. Du Nee, wirklich. kann das gute Deal geben. Was kostet das? Das kommt drauf an, weil ich bin guter Kumpel. Ich habe gute, wir können das ist, ein Zimmer weiter wird eine Installation für meine Frau machen. Vielleicht kann ich Sie den nachher geben. Ja, liefern Sie das auch in Deutschland herum? Weil ich bin nicht in Baden-Baden, ich bin in Düsseldorf. Düsseldorf, ja, der ist bei, wie heißt das, bei Dortmund. So, ach, okay, Und das ist ist ja auch ja, nah. ja, vielleicht kann man Und da nachher was mal reden. kostet das so ungefähr? Warte mal. Dimitri, komm Ja. mal her. Das ist Kunde bei Telefon. Wie ist Kunde bei Telefon? Ja, komm mal bitte her. Bogatov, wer ist da? Hallo? Hallo, hier ist Bogatov, wer ist da? Julia, mein Name. Da. Geht das jetzt um den Massagestuhl? Weiß nicht, der hat gesagt, er ist Kunde bei Telefon, aber ich habe keine Ahnung, was der von Okay. mir will. Herr Bagadi Ja. hat gesagt, dass er auf einem Massagestuhl sitzt. Ja, Sessel. richtig, richtig. Ja. Und ich habe mich jetzt daran interessiert. Ich habe gesagt, ja, sowas könnte man gebrauchen. Er hat gesagt, mein Kumpel macht das. Das ist Ist, richtig. Ich habe machen Sie Manufaktur. das? Ich habe Manufaktur aufmachen vor 2 Jahren. Und wir seitdem hier überall bringen, Reparatur machen, Installation machen, Was Upgrade kostet denn machen. so ein Sessel? Das kommt ganz darauf an, was ich haben möchte. Wir haben ganz einfache Stuhl, wir haben mit besonders schicke Armlehnen, wir haben so einen, da können Sie bei Rückenlehnen so Wunschmotiv machen. Momentan möchten sehr viele junge Frauen Einhorn haben oder Putien. Und dann kann man Bedruckung machen. Wir haben welche mit Nackenstützen, wir haben mit Stuhl für Füße zu drauflegen, auch mit Massage. Das kommt ganz darauf an, was Sie Okay, möchten. haben Sie eine Internetseite, wo ich Sie da nochmal. Das noch nicht. Wir sind noch in Aufbau machen. Momentan ist Mundpropaganda und bevor kann ich Internetseite machen, muss ich erst noch zwei, drei Leuten einstellen, weil im Moment mache ich noch alles alleine. Und da ist nichts so gut mit Aus bundesweit, welchem aber Land kommen Sie denn? ich bin Russe gewesen. Oder bin ich noch? Ja, gewesen? Ja, Wie geht damals. das denn? Da, ja gut, man kann nicht ablegen. Ich bin Russe und jetzt hier in Deutschland leben. Okay, und seit wann? Ah, 23 Jahren. Okay, und was sind Sie jetzt, wenn Sie kein Russe sind? Und jetzt bin ich ausgewanderter Russe, der bei Deutschland wohnt Okay. und Massagensessel macht. Ja, aber soll ich Ihnen was sagen? Kann ich Ihre Rufnummer haben, damit ich Sie nochmal kontaktieren kann diesbezüglich? Weil da werden Sie viel Geld draus machen können, glauben Sie mir. Weil so eine Massagesessel könnte jeder gebrauchen. Das kommt natürlich auf den Preis an, Ich aber weiß. Weißt du, ich habe Sie. bei Internet gucken und bei Laden, bei Stadt gucken, die wollen 7, 8, 900 €. Und weißt du, ich Ja. habe mir ja auch diese Material. Das ist ja fast gleiche Material. Was Du machen Sie kannst, denn beruflich?
Ja, ich bin Anlagenmechaniker, habe ich gelernt. Ich war bei russischer Armee und dann habe ich gedacht, komm, du kannst aus deinem Leben auch was Sinnvolles machen, statt Panzer machen, machst du Massagesessel, weil ich habe kaputte Rücken von Panzerfahren, weil immer sehr eng und meine Frau muss ja immer Massage machen und irgendwann sagt die, Dimitri, Massagesessel, kauf dir Massagesessel. Gut, sie hat damals auf Russisch gesagt, aber ist egal. Und dann habe ich gedacht, ja, das kostet mir zu viel Geld. Dann habe ich von so einem, ich weiß nicht, wie heißt das bei Deutschland, so ein Gerät, das immer so Bewegung macht, so brr, 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 und ich dann bei Stuhl ja reinbauen und dachte ich, okay, Gefühl nicht schlecht, kann man aber besser machen. Und dann habe ich noch einen Kumpel aber gefragt. Aber sie haben sie auch handlich auch geschickt. Natürlich. Wenn ich das jetzt machen würde, könnte ich das niemals machen. Aber das kommt ja auch von ihrem Beruf, dass sie handlich auch geschickt sind. Das kommt daher, das wollte ich wissen. Hey, finde ich echt cool. Natürlich, man wie muss alt doch. Sind sie? Ich bin 41. Respekt. Dankeschön. Also mit, also so in 15 Jahren sind sie da wirklich um die Ecken. Ich, kann ich ihre Rufnummer haben, damit klar ich sie auch nochmal kontaktieren klar kann? Wow, mein Gott. Oh. Ich bin wegen Strom und will was selber kaufen. Siehst du, so kommt das. Aber weißt du, ich weiß ja gar nicht, ob ich so groß werden will, weil dann muss ich irgendwann, weißt du, habe ich 10, 20 Leuten, da weiß ich ja gar nicht, was denn machen. Der kann lügen bei Bewerbung, der kann lügen bei Verkaufsgesprächen. Ich weiß nicht, weil ich will nicht so 0815 Anbieter sein, der seiner Kunde Scheißdreck erzählt und wo du immer Beschwerden hast. Dann schreiben die mein dann Telefonnummer bei Google und kleines Unternehmen, was Sie und Ihre Familie ernähren kann, um Sie auch noch mal ein bisschen Ihre Ruhe haben. Da, Sie machen auch noch Unternehmensberatung, das ist ja sehr gut. Sie werden mein, Sie werden mein Marketingmanager und dann können Sie auch einen Stuhl haben. Sie sind süß. Ah. Ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem Leben. Viel Gesundheit. Da. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Und die auch eigenen auch Russe Stuhl oder haben. Abgestoßene Russe? Oh, ne, die haben russisch Passport. Weil ich bin ja, ja okay, ich habe ihr nicht abgegeben. Und Ihre Frau ist auch Russin? Ja, das ist richtig. Achso. Okay. Nee, ich möchte Ihre Rufnummer haben. Ich kontaktiere Sie auch natürlich auf jeden Fall. Ja, vielleicht kann man sich ja gegenseitig weiterhelfen. Man weiß, ich möchte das für meine Mama haben. Ah. Meine Mama hat Bandscheibenvorfall und das ist auch ganz Probleme schlimm mit dem Nacken. Das und, ist ganz schlimm. Ja, aber sie, aber sie auf wissen jeden doch, in Deutschland Fall gibt es ja diese ja Massagebetten. Das ist ja gratis. Da geht man jeden Morgen hin, ja, hat man dann hat 30, 40 Minuten ja diese Therapie. Richtig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Ja, ich habe auch schon gehört. Ja, genau, da sind so 20, 30 Betten in einem Raum. Da. Und dann macht man sich einen Termin und geht man da hin und da geht meine Mama hin. Ne, aber je älter sie wird, desto anstrengender wird das. Und dann habe ich gedacht, wow, könnte man sich das zu Hause kaufen. Ja. Glauben Sie, ich habe das im Internet nicht finden können. Ich kann auch nicht vertrauen. Das kommt ja aus dem Ausland. Ne, man bezahlt es und dann kommt was anderes und dann stehe ich da mit der Scheiße. Ja, das will ich du ja auch nicht. Das ist ich verdiene ja auch Problem mein Geld ja nicht leicht. Das ist ja das Problem, weißt du, du machst harte Arbeit und dann wird ja, irgendwer, und dann ist vorbei. Irgendwer kommt oder schickt E-Mail oder ruft an. Aber wissen Sie, und dann das, was ist dein Sie eben gesagt weg haben, hat mich sehr berührt. Das, was Sie eben gesagt haben, hat mich berührt, weil oh ich weiß ja nicht, wenn ich 30, 40 Mitarbeiter habe und die den Verkauf machen und dann irgendeinen Scheiß erzählen und das finde ich echt gut. Das, Sie sind ein sehr guter Mensch. Da, ich gebe mein Bestes. Ihr gutes Mensch sein, ja, Ihr gutes Mensch sein wird Sie weiterbringen. Das wird, daran glaube ich. Oh, ich hoffe, aber bevor Sie Ihrer Mutter so eine Sessel geben, müssen Sie bitte ja einmal mit Ihrer Mutter zu Doktor, dass man guckt, dass kann diese ständige Bewegung, dass es nichts schlimmer macht. Weil das wollen wir ja nicht. Nee, gut, da sind wir schon öfter gewesen. Also Sie müssen auf jeden Fall erstmal abnehmen. Sie ist übergewichtig. Ne? Okay. Da ist sie jetzt gerade dabei und ja, harte Arbeit, harte jahrelange Arbeit, die da war als Reinigungsfrau, ne, und da die haben auch keine leichte Arbeit. Und wenn man übergewichtig ist, das ja, jetzt ist hat sie auch, aber da müssen Sie aufpassen, weil momentan, da ist so ein Firma, das ruft überall des Leuten an und sagt, wir haben so Vitaminpillen, ist gut für Leber, nee, gut nee, für Herz, gut für nee, Nieren. Nee, nee, und nee, du kannst noch ganz doll abnehmen, dass Sie das nicht für Ihre Mutter kaufen. Das ist gefährlich. Nee, 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 um Gott, sie macht das. Sie muss aufhören zu essen. Sie muss halt weniger essen, dann klappt es. Und viel Bewegung. Da, ich hatte auch eine sehr gute Freund. Ich habe schon Bruder zu ihm gesagt. Er war wirklich sehr tief drinnen bei meinem Herz und ist immer noch. Der hat auch ein Problem gehabt mit zu viel Essen und ist schlussendlich dann leider gestorben deswegen. Nicht nur deswegen, ah, aber musste bei Krankenhaus kommen und ist dann so ein multiresistenten Keimen bekommen und scheiße. Das war mein Bruder. Oh. Oh, mein Herzbeileid. Nee, da werde ich auf jeden Fall drauf aufpassen. Also ich bin selber von Beruf her Arzthelferin. Und da habe ich auch mal gesagt, keine Medikamente, gar nicht nur
weniger essen und viel Bewegung. Da. Und ja, sie wie kommt, wenn sie Arzt helfe, dass sie bei Callcenter sitzen? Die Liebe hat mich nach Düsseldorf gebracht. Und da gibt's keinen Doktor? Abwechslung. Abwechslung, doch. Aber ich wollte Abwechslung haben beim Leben. Sie wollten Abwechslung. Sie haben doch eben gesagt, ja, man muss ein guter Mensch sein beim Leben. Ja. Darf ich Sie etwas verraten? Ja. Am Anfang haben Sie gesagt, zu meinem Kumpel, dass sie wollten sich melden, wenn man kann bessere Preis machen, richtig? Ja. Der hat nie bei ihrer Firma gewechselt. Das ihr die Chef auch keine Firma. Ja, ihr Chef gibt ihnen aber so Skript, so Leitfaden. Das ist aufgebaut von Anfang an. Müssen sie, wenn sie anrufen, des Kunden anlügen. Ja. Das ist sehr traurig. Wir sind auch keine Stromanbieter. Ja, wir aber sie rufen ja an. Ja so? Ich kenne das. Ich mache das beruflich. Ich weiß, was da läuft. Ich kenne das Maschen. Okay. Und das wir ist so traurig. Wieder, aber sind, das ist ganz wichtig. Ja, dass ich sind kein Anbieter, das habe ich verstanden. Aber weißt du, es gibt ja Gesetze bei Deutschland, die sagen, dass solche kaltes Werbeanrufe sind verboten. Sie sind intelligente junge Frau. Warum geben Sie sich her für solche Sachen? Sie können mein Telefonistin bei Büro werden. Ist ganz legal. Und können Sie gut bei Massagesessen sitzen den ganzen Tag. Ja, okay, nee. Also sehen Sie, ich muss zugeben, ich mache meinen Job wirklich ehrlich, wenn die Preise ja nicht stimmen, ja, dann werden die ja auch keine Unterlagen losschicken. Sie wissen, wie das funktioniert, oder? Ich weiß, wie das funktioniert. Es geht ja auch nicht um den Preisen. Es geht ja darum, dass man bei Deutschland nicht einfach bei Leuten anrufen darf und sagen, hier, ich mache dir Angebot. Es ist im Gesetz gegen unlautere Wettbewerb ist eine Regelung drinnen. Und er sagt, es ist das verboten. Ja. Nur wir haben ja der Herr Rakesh, der hat ja mit der E-Mail-Adresse online bei uns auf der Seite online ja angegeben, dass sie, da steht zum Beispiel dieser genaue Satz drin. Ich werde Ihnen das vorlesen, aber am 26.04.2017 hat er das gemacht, um 21.47 Uhr, kann ich Ihnen auch sagen. Haben Sie schon mal Ihren Stromanbieter gewechselt und würden Sie bei einem besseren Angebot wieder tun? Online-Rundumfrage, kennen Sie ja, ne? Ja, ich weiß das, ich bin da daneben gesessen. Und das hatte dann auch eingegeben. Ja. Jetzt haben wir die Daten bekommen. Wir haben in Baden-Baden. Ja, warte mal. Ja. Da ist eine Frage. Haben Sie schon mal gewechselt? Dann sagt er ja. Und dann ruft ihr viermal an und sagen Sie haben, wir haben Ihnen ja versprochen, wir werden anrufen, wenn wir wieder bessere Preis machen können. Damit Sie Implikation machen, dass der mit Sie schon mal gemacht hat. Und dadurch, dass der bei einer Firma ein Kreuzlein macht, ist kein Werbeeinverständnis. Der sagt ja nur, ja, würde ich machen. Da steht ja nicht drum, Firma XY wird Sie anrufen und ein Angebot machen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Das steht da nicht dabei. Ja, okay. Ich meine, sonst würden wir die Daten ja auch nicht bekommen, ne? Ja. Und da steht ja, wenn wir es nochmal würden, dann, wenn das schon ja ist, dann schon mal ein Einverständnis ja mit dabei, dass wir nochmal kontaktieren können. Wie gesagt, weil wir auch keine Anbieter sind. Das ist es ja nicht. Das ist ja das Problem bei der Sache. Das ist ja nicht legal. Verstehst du, Babuschka? Du bist, also, wenn du das bist nett. Legal wäre, glauben Sie mir. Ja, ich danke Ihnen erst auch natürlich für Ihre Wörter, aber wenn das nicht legal wäre, dann würden wir es nicht machen und würden auch nicht seit 6 Jahren nochmal auf Beinen stehen. Ja, was meinst du, wie viele Firmen das machen? Es gibt hunderte Firmen, die von kalter Anruf bei Telefon und von der Unwissenheit von den Leuten leben. Ja, wenn man bei Doktor arbeitet, da ist man doch intelligent. Du kannst doch so viel guten Beruf machen. Nee, haben Sie recht, aber die verkaufen so viel Scheiße am Telefon, wir verkaufen nicht. Wir machen nur den Vergleich, wenn das passt. Wenn der Anbieter oder wenn der Bürger sagt, ja, ich möchte die Unterlagen haben, wenn wir wirklich die Preise senken können, dann schicke ich die Unterlagen raus. Ich mache die Arbeit ja auch umsonst. Ja, das ist ja richtig. Ich auch nicht. Das ist ja richtig, aber zu erstellen von Angeboten muss das Anruf da sein. Und das Anruf dürfte nicht da sein, wegen des Gesetzes gegen unlautere Wettbewerben und das Verbot von Telefonwerbung. Also wenn der das ja E-Mail eingibt und wir dann nochmal kontaktieren dürfen, in dem Fall ist da nichts verboten. Das ist ja alles in Ordnung. Wir machen ja auch keine Werbung. Na doch, du rufst doch an, du willst doch Verkauf machen. Ja, du kriegst doch Provision, wenn du machst Verkauf. Oder die Firma kriegt Provision. Damit ist gewinnstrebender und dann ist das Verkaufen. Wenn Wattgabi spart an ihren Strompreisen, viel spart. Ist trotzdem Verkauf. Also wenn es klappt, dann klappt es. Oh, wenn ich Ihnen einen guten Anbieter hier zuschicken kann, wenn er sparen kann, dann klappt es, dann klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Ja, wenn nicht, dann nicht. Ist ja nicht, schlimm, ob klappt oder nicht. Das geht ja nur um Grundsatz. Ja. Darfst du das nicht machen. Verstehst du? Wie sollen wir das denn sonst machen? Gar nicht, weil es verboten ist. Alle Anbieter, sehen Sie,
Wie viele Anbieter gibt es in Deutschland, Stromanbieter? Viel zu viele. Aber du kannst, weißt du, ich habe neulich mich auch immer das ganze Leute anrufen. Ich finde es immer lustig. Ich unterhalte mich mit denen dann stundenlang in verschiedenen Akzenten. Ja. Aber weißt du, wie ich das dann selber mal gebraucht habe? Bin ich bei Internet rein, hatte ich bei 2 Minuten 2 Jahren Preisgarantie, viel günstiger als überall. Da muss mich nicht irgendjemand anrufen, der nur 5, 6, 7 Anbieter hat, sondern ich mache Internet auf, kann ich alles angucken, kann ich freie Entscheidung machen. Ja, das können Sie auch natürlich online machen, das ist ja überhaupt keine Sache. Sonst würde ich ja niemals sagen, nein. Deswegen haben Sie auch online ja den Vergleich gemacht. Nur wir haben keine handelsübliche Tarife. Manchmal passt, manchmal nicht. Ja, das ist richtig. Ich sage, dass er das machen muss. Wie sieht's aus? Willst du nicht einfach mit diesem Scheißdreck aufhören? Kommst du bei meinem Büro? Kannst du mein Telefon machen? Kannst du mein Sessel probesitzen? Ich guck nochmal nach. Sie geben Ihre Rufnummer erstmal. Ich würde mich nochmal bei Ihnen kontaktieren wegen dem Stuhl, aber ja? Ja, ich weiß ja nicht, wenn Sie bei so einer Firma arbeiten, nicht, dass bei mir dann auch immer Telefon im Büro klingelt, weil da habe ich keine Zeit für. Okay. Gut, nee, dann lassen wir es. Nee, das wird niemals passieren. Ich nehme das ja persönlich für mich. Da, wie können wir denn machen? Können Sie, wie heißt du bei Facebook, Babuschka? Kann ich dich anschreiben? Nee, ich habe kein Instagram, kein Facebook, gar nichts habe ich. Oh, Standard-Antwort von Callcenter-Menschen. Standard-Antwort. Nein. Hast bestimmt auch keine E-Mail-Adresse, kein WhatsApp, kein Glauben Telefonnummer. Mir nicht, ne? Soll ich dir Glauben einen, mir nicht. Soll ich, darf ich dir einen Brieftaube schicken? Sie sind süß. Sie glauben es mir nicht, stimmt? Nein, weil die Callcenter immer sagen falsche Namen, sagen falsche Firma, immer irgendwelche falsche Sachen. Nein, sagen. Ich aber bin, das ist soll in ich Ordnung. Was sagen? Mein soll Name was sagen? Ist ja auch nicht richtig. Okay, soll ich Ihnen was sagen? Ich bin 30 Jahre alt und seitdem ich auch hier arbeite, Sie wissen, dass es hart ist, ich nutze kein Handy, wo man mit WhatsApp oder mit irgendwas mich erreichen kann. Ich habe eine ganz kleine Familie, einen Sohn, einen Mann. Meine Eltern sind bei mir und das reicht mir. Dafür brauche ich kein Handy mit WhatsApp, mit Facebook. Meine Freunde müssen mich nicht erreichen, weil ich bin lieber in meiner Familie drin. Deswegen habe ich schon ein ganz altes Handy. Ja, so ganz alte, das kann Kripo nicht zurückverfolgen, wenn die Callcenter so Razzia machen. Ja, ist ja, gut so abgesichert. Sie. Gut Sie abgesichert. Sie? Sehen Sie? Und das auch keine E-Mail-Adresse, damit mir sowas nicht passiert. Ja, okay. Du ja gut, dann machen gut wir aufgestellt. So. Ich danke Ihnen erstmal. Fürs nettes Gespräch erstmal. Da. Ja, dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute für Ihr Leben. Ich werde nochmal Ihre Beispiele, die Sie mir genannt haben, weiter als Beispiel auch nehmen in meinem Leben. Ja, dann hat sich das erstmal erledigt. Möchten Sie noch jemanden grüßen? Ihre Mama nee. Oder der Freund? Nee. Wie heißt der Freund? Hat sich schon erstmal erledigt. Wie heißt nee, der Freund? Das will ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich habe keinen Freund, ich habe einen Mann. Ja, wie heißt der Mann? Möchtest du den grüßen? Nein. Warum ich möchte nicht? Ihnen erstmal danken für alles. Sehr ja? gerne, ich danke, ich danke auch. Okay, ich muss jetzt weitermachen, ja? Ich danke auch, Ihnen. Bis dahin. Das wie Daniel, das wie Daniel. Ja. Devoska. Mua, mua, mua.